Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Coronavirus hält Deutschland, seine Wirtschaft, das gesellschaftliche Leben sowie die politische Bühne fest in seinem Griff. Bereits seit über 7 Wochen testet die Regierung Woche für Woche neue Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ohne Rücksicht auf die Menschen und die Auswirkungen auf die Wirtschaft und deren Arbeitsplätze. Der Bürger wird ständig neue wissenschaftlich bewiesene Tatsachen konfrontiert, die, wie in den vergangenen Wochen wiederholt vorgekommen, von heute auf morgen revidiert werden, beziehungsweise werden Maßnahmen, die letzte Woche noch als sinnlos dargestellt worden sind, heute auf einmal als der Weisheit letzter Schluss gelten. Die Bürger verstehen berechtigterweise die Entscheidung der Regierung vielfach nicht mehr. Da eine medikamentöse, effektive Bekämpfung des Coronavirus in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht realisierbar sein wird, sind diese sogenannten nicht pharmakologischen Maßnahmen wahrscheinlich momentan der einzige Einsatz zur Eindämmung der Pandemie. Doch die Art und Weise, wie Sie die Maßnahmen ohne Rücksicht auf Verluste und bei Missachtung der grundgesetzlich verankerten Rechte umsetzen, verunsichern die Bürger unseres Landes immer mehr. Die desaströsen Auswirkungen für Deutschland und seine Bevölkerung basieren ausschließlich auf dem Try-and-Error-Prinzip der Maßnahmen, die von Wissenschaftlern empfohlen und von der Regierung im vorauseilenden Gehorsam ohne Prüfung umgesetzt werden. Doch wie sieht es eigentlich mit der wissenschaftlichen Beweisbarkeit dieser Zwangsmaßnahmen für die Bevölkerung und die Wirtschaft aus? Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag fordert mit ihrem hier vorgelegten Antrag eine fundierte Evaluation der bisher getroffenen Maßnahmen. Zu den NPIs müssen umgehend akribische Begleitforschungen in Kohorten und Register durchgeführt werden, um für zukünftige Pandemiesituationen wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln. Deutsche Forschungsinstitute und Bundesbehörden benötigen eine gesicherte finanzielle Grundlage, damit sie umfangreiche Datenerhebungen als Grundlage für eine effiziente, gezielte und breit akzeptierte Maßnahmenplanung durchführen können. Dies ist die Voraussetzung für eine realistische Abschätzung der Gefährdungssituation für die Bevölkerung. Diese Daten bilden auch die Grundlage für verlässliche Berechnungen der Wirkung verschiedener Maßnahmen. Dazu bedarf es, dass ein repräsentativer Querschnitt der Gesamtbevölkerung auf SARS-CoV-2 untersucht wird, um die wahre Durchseuchungsrate zu erfassen. Auf Basis dieser Datenlage lassen sich regional angepasste, realistische Maßnahmen entwickeln, die dann auch zu einer höheren Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung führen, da sie angemessen sind. Schwätzen Sie doch nicht immer dazwischen, melden Sie sich doch zu Wort, wenn Sie was zu sagen haben. Ein wichtiger Teil der in unserem Antrag geforderten wissenschaftlichen Evaluierung ist die Erforschung und Auswirkung der NPIs auf die psychische Gesundheit unserer Bevölkerung. Soziale Isolation führt nachweislich zu einem Anstieg häuslicher Gewalt. Existenzängste durch Kurzarbeit und drohender Verlust des Arbeitsplatzes erhöhen das Risiko, langfristig an Depressionen zu erkranken. So eine verhaltenswissenschaftliche Expertise zur Unterstützung der Akzeptanz und Umsetzung von Maßnahmen kann verwendet werden, um zu erwartende negative psychische und physische Konsequenzen eines temporären Shutdowns sowie räumlicher Distanzierung abzufedern. Des Weiteren enthält unser Antrag die klare Aufforderung an die Regierung, ein Konzept zur Umstrukturierung in den Kliniken und im öffentlichen Gesundheitssystem zu entwickeln. In diesem Zusammenhang weise ich auf unseren Antrag Abschaffung des DRG-Systems im Krankenhaus und Einführung der prospektiv regionalen pauschalen Systems hin, der aktuell im Ausschuss behandelt wird. Wichtig ist dabei zu beachten, dass alle anderen akut und chronisch Erkrankten nicht aus der Versorgung herausfallen. Denn wichtige Diagnosen müssen weiter frühzeitig gestellt und nachverfolgt werden, und langfristig angelegte Therapien sollten nicht unterbrochen werden. Es gilt zu verhindern, dass wir wie in der aktuellen Situation Krankenhauskapazität unnötig für nicht existente Corona-Patienten freigehalten werden, während auf der anderen Seite Operationen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden.
Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Mit Ihrem kopflosen Aktionismus gefährdet die Regierung nicht nur die Gesundheit der Bürger, sondern richtet auch den Wirtschaftsstandort Deutschland und damit die Basis für Wohlstand und Frieden zugrunde. Lassen Sie mich mit einem Zitat von Franz Josef Strauß schließen. Politik wird mit dem Kopf und nicht mit dem Kehlkopf gemacht. Dankeschön. Vielen Dank, Uwe Witt. Dankeschön. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Georg Kippels. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren, die zumindest über die digitalen Medien hier folgen können. Als mir heute Morgen der Antrag so gegen 9.26 Uhr auf den Schreibtisch flatterte und ich ihn zu lesen begann, hatte ich zumindest noch zu einer gewissen Überraschung das Gefühl, dass man sich mal Mühe gegeben hat, Fakten aufzutragen und sich auf allgemein zugängliche Quellen zu beziehen. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl und die Vorahnung, dass das im Grunde genommen nichts anderes als ein Wolf im Schafspelz ist, nämlich dass nur die Gelegenheit gesucht werden sollte, heute Nachmittag wieder die obligatorischen Verschwörungstheorien und die These, wir haben es ja schon immer gewusst und wir wissen es vor allen Dingen besser, hier kundzutun. Und die Rede, Herr Witt, ist genau ein leuchtendes Beispiel dafür gewesen, dass Sie im Grunde genommen das, was Sie hier behauptet haben, niedergelegt haben, mit Ihrem Wortbeitrag ins Gegenteil verkehrt haben. Sie sprachen eben von Wissenschaft und Wissenschaftlern, die Sie konsultieren wollen, um die Corona-Krise letztendlich systematisch aufzuklären. Eine Aufgabe, die überhaupt keinen Widerspruch verdient. Selbstverständlich muss dies geschehen, akribisch geschehen und natürlich auch intensiv geschehen. Aber welche Wissenschaftler sollen das denn sein? Jedenfalls können es nicht die Wissenschaftler sein, die sich seit Wochen verantwortungsvoll, intensiv und vor allen Dingen im Bemühen um einen Schutz für unsere Bevölkerung dieses Themas 7 Tagen die Woche widmen und mit Professor Wieler und allen anderen Mitarbeitern des RKI ja ganz offensichtlich die richtigen Empfehlungen getätigt haben. Denn wenn man den Vergleich mit unseren europäischen Nachbarn, aber auch weltweit sieht, dann stellt man fest, dass unsere Bevölkerung durch die Empfehlungen, durch die Verhaltensweisen richtig begleitet worden ist und die Todesfälle tatsächlich weit hinter den Zahlen zurückbleiben, die auch in Industriestaaten mit modernsten Gesundheitssystemen an der Tagesordnung sind. Siehe Amerika und siehe auch Großbritannien. Und wenn Sie schon einen derartigen Vortrag hier vonstatten geben, dann hätten Sie sich zumindest mal die Mühe machen können, Ihren Antrag zu aktualisieren, um zu verdeutlichen, welche enorme Dimension und Dynamik dieses Geschehen hat und dass es überhaupt keiner staatlichen Betrachtung zugänglich ist und man nicht über langjährige Studien erproben kann, ob denn das, was im Januar, Februar, März oder jetzt im April und Mai geschehen muss, erproben kann. Als Sie dieses Machwerk niedergelegt haben, das war wohl offensichtlich der 16. April, auch wenn es heute Morgen dann erst in der Post war, da waren es noch 3.000 Menschen, die verstorben sind. Oh Wunder, heute Morgen waren es tatsächlich 6.996. Aber, und das ist die entscheidende Botschaft, weit weniger als in anderen Staaten, weil wir vor allen Dingen im Zusammenwirken mit der Bevölkerung und deren enormer Disziplin es geschafft haben, die Bedrohung unter Kontrolle zu bringen. Und dieser dynamische Prozess hat sich heute fortgesetzt. Im Zusammenwirken der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten wurde jetzt ein Lockerungsverfahren auf den Weg gebracht, was mit Maß und Ziel, mit einer exakten Betrachtung des Infektionsgeschehens und mit einem Zusammenwirken von Wirtschaft, Bevölkerung und den Schwächsten unserer Gesellschaft nun in den nächsten Wochen wieder eine Rückkehr zur Normalität ebnen soll.
Wenn man schon tatsächlich mit diesem Thema verantwortungsvoll umgeht, dann gehört dazu Respekt. Respekt vor denen, die in dieser Zeit gute Arbeit geleistet haben, alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, die Erkenntnisse tatsächlich zu würdigen und daraus dann auch die richtigen Schlüsse gezogen haben. Es gibt nicht für alles ein Patentrezept, keine Blaupause. Es muss auch schon mal aus der Erfahrung heraus gewürdigt und gewertet werden. Und das ist in den vergangenen Wochen geschehen. Dem werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten widmen, aber mit Vernunft und Anstand, ohne Vorurteile und vor allen Dingen mit der wissenschaftlichen Seriosität. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Kippels. Dankeschön. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Andrew Ullmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch nochmal herzlichen Dank an die Saaldiener, die so wunderbar hier die Hygiene einhalten. Ich finde das vorbildlich und Dankeschön hier von meiner Seite. Aber lasst uns eins jetzt über die Pandemie widersprechen. Deutschland ist und war nicht gut auf diese Pandemie vorbereitet. Die Welt war nicht auf dieser Pandemie vorbereitet. Das ist nicht etwas, was auf meinem Mist gewachsen ist, sondern von dem Global Preparedness Monitoring Board, der WHO und der Weltbank letztes Jahr so publiziert worden ist und Handlungsweisen uns aufgegeben hat. Wir müssen uns auch bewusst machen, dass eine Pandemie heute schon wieder existieren könnte mit neuen Erregern, die wir noch nicht erkannt haben, die sich parallel ausbreiten. Doch wer nur auf nationale Maßnahmen und auf Fragen sich fokussiert, hat das Problem letztendlich nicht verstanden. Und hier muss ich sagen, die AfD ist offensichtlich noch weniger auf die Pandemie vorbereitet als die Welt. Denn wer die jetzige oder die nächste Pandemie verstehen will, muss bei der globalen Gesundheit handeln. Viren kennen nämlich keine Grenzen, Viren kennen keine Pässe, sie kennen auch keine Ein- und Ausfuhrbeschränkungen. Nationale Abschottung hilft da nicht. Und die AfD schaut nur auf Deutschland, wo es wichtiger wäre, mal auf die Welt zu schauen. Für mich ist es wichtig, auf die Zukunft zu bauen. Zukunft heißt Gesundheit, Sicherheit, Stabilität. Meine Damen und Herren, globale Zusammenarbeit, Multilateralismus in der globalen Gesundheit sichert unsere Zukunft und vor allem auch die Zukunft unserer Kinder. Daher fordern wir Freie Demokraten die Bundesregierung auf, die Reform der WHO voranzubringen und die Handlungsfähigkeit vor allem der WHO zu stärken. Aber nicht nur durch Diplomatie oder Geld, sondern mit Konzepten und Strategien. Die WHO darf nicht länger Spielball übrigens auch anderer Regierungen sein, von der chinesischen Regierung bis hin zum US-amerikanischen Präsidenten. Da müssen wir auch Signale setzen, da müssen wir hin. Auch die Reform der internationalen Gesundheitsvorschriften muss vorangebracht werden. Wir brauchen eine verbesserte internationale Koordinierung und vor allem auch Solidarität. Daneben brauchen wir auch globale Koordinationsmechanismen, um Forschung, Entwicklung und Implementierung besser umzusetzen. Und zuletzt, Deutschland sollte mit gutem Beispiel vorangehen und die anstehende EU-Ratspräsidentschaft als Chance begreifen und anregen für eine neue globale Gesundheitsstrategie der WHO. Und da frage ich mich übrigens auch, wo die deutsche globale Gesundheitsstrategie bleibt. Die sollen sich auch einsetzen für eine globale Health Response Team in der EU. Und was mir persönlich auch sehr wichtig ist, Public Health Institute stärken, hier vor allem das ECDC in Schweden nach Ausstattung und Möglichkeiten zu verbessern. Das sind nur einige Punkte, die ich hier nennen möchte. Aber so funktioniert globale Gesundheit, so funktioniert Multilateralismus, um auf Pandemien besser vorbereitet zu sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Ullmann. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Hilde Mattheis. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt mache ich erst mal hier runter. Genau. Ich komme auf den Antrag der AfD zu sprechen.
Und ich sag mal eingangs, dieser Antrag will zwei Dinge erreichen. Er will aufzeigen, dass wir im Bereich der Forschung nicht genug täten. Das ist leicht zu widerlegen. Und er will aufzeigen, dass die Politik, die gerade mit allen möglichen Maßnahmen getätigt wird, nicht ausreicht. Wir haben heute Morgen im Ausschuss mehrere Anträge der AfD gehabt. Ich glaube, es waren 7 oder 8. Die, wenn man sie wie so ein Baukastensystem zusammensetzt, genau diese Zielsetzung hat, jeder einzelne Antrag. Und er soll für die nächsten Wochen einfach für Stimmung sorgen. Stimmung, die nicht dazu geeignet ist, in der Bevölkerung einfach ein Zutrauen und eine Sicherheit zu erzeugen, dass wir hier nicht einfach so vom Himmel herab Maßnahmen tätigen, sondern wohl überlegt und nach ausführlichen Debatten. Das tun wir. Und ich will schlicht und ergreifend beim Thema Forschung einfach mal aufzeigen, und die Kollegen aus dem Forschungs- und Bildungsbereich wissen das doch, eine Zusammenstellung von über 60 Forschungsvorhaben, viele davon übrigens schon vor Covid-19-Zeiten angefangen. Und nicht umsonst können wir hier auf viele Erfahrungen zurückgreifen, auch wenn wir es mit einem Virus zu tun haben, von dessen Existenz wir erst seit ein paar Wochen wissen. Und von daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, finde ich, ist es höchst populistisch, sich mit so einem Antrag an die Öffentlichkeit zu begeben und zu sagen, wir brauchen hier bessere Forschung. Ich glaube, dass wir jeden Tag in den Nachrichten mitbekommen, wie intensiv die Wissenschaft sich mit diesem Virus beschäftigt. Und ich glaube, dass es wichtig und richtig ist, und das ist unsere Aufgabe, genau aus diesen wissenschaftlichen Ergebnissen Maßnahmen abzuleiten. Und wichtig ist auch, dass wir, wenn wir diesen Virus überstanden haben, dann im Nachhinein auch feststellen, ja, was könnten wir beim nächsten Mal besser machen? Das gehört auch zu unserem Job. Auch das ist wichtig. Und da bin ich sofort dabei zu sagen, ja, wir müssen auch alle psychosozialen Maßnahmen, die dann getätigt werden, uns wohl überlegen und die Auswirkungen in dem Bereich von Stresssituationen, Wohnsituationen für Kinder, die nicht in die Kita gehen dürfen, die nicht in die Schule kommen, die nicht mit ihren Kameradinnen und Kameraden im Kontakt sein können, das müssen wir auch tun. Ja. Das ist uns allen wohl bewusst. Was wir aber nicht tun dürfen, sind irgendwelche Verschwörungstheoretikern hinterherlaufen und ihnen irgendwie den Boden bereiten. Dazu bin ich nicht bereit, dazu ist auch meine Fraktion nicht bereit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hilde Mattheis. Dankeschön. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Dr. Achim Kessler. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ausgerechnet eine Partei, die den Klimawandel leugnet und in deren Reihen sich Leugner des Holocaust tummeln, fordert, ich zitiere, eine wissenschaftliche Auswertung der Effektivität der Regierungsmaßnahmen in der Corona-Krise. Meine Damen und Herren, das ist nicht glaubwürdig. Denn das Urteil der sogenannten Alternative für Deutschland, das steht ja schon fest. Unter dem Titel Shutdown, Maskenpflicht und Panikmache demonstriert die AfD heute in Magdeburg gegen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Und wir werden leider in dieser Woche hier im Bundestag auch noch einen zweiten Antrag der AfD behandeln müssen, die nämlich beschließen will, dass die Pandemie in Deutschland beendet ist. Diesen Populismus auf Kosten der Gesundheit der gesamten Bevölkerung müssen wir geschlossen zurückweisen, meine Damen und Herren. Aber worum geht es der AfD tatsächlich? Die AfD hat in den letzten Wochen in den Meinungsumfragen massiv verloren. Ihre Wahrnehmung in den sozialen Medien ist um die Hälfte eingebrochen. Ich kann dazu nur sagen, hervorragend, gut so. Aber wie reagiert die AfD darauf? Sie reagiert so, wie sie immer reagiert. Sie instrumentalisiert die Ängste, die wir im Moment alle haben, angesichts
der gesundheitlichen, der sozialen und auch der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für ihre Zwecke. Sie instrumentalisiert Ängste, um gegen Erwerbslose, gegen südeuropäische Staaten und auch gegen Menschen mit Migrationshintergrund zu hetzen. Aber Hass, meine Damen und Herren, hat noch nie soziale Probleme gelöst. Und ich bin froh, dass immer mehr Wählerinnen und Wähler der AfD das durchschauen. Denn tatsächlich geht es der AfD nicht um die Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit Arbeit verdienen müssen. Und die AfD will mit der Forderung, den Lockdown sofort zu beenden, auch nicht die Freiheitsrechte stärken, sondern sie vertritt damit die Interessen der Konzerne und Großunternehmen, die ihre Waren schnellstmöglich wieder verkaufen möchten. Eine solche Verharmlosung gesundheitlicher Gefahren zugunsten wirtschaftlicher Interessen tritt die Linke entschieden entgegen. Meine Damen und Herren, selbstverständlich brauchen wir eine kritische Auseinandersetzung über den Erfolg und die Angemessenheit der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Die Linke hat deshalb bereits zum ersten Bevölkerungsschutzgesetz ein unabhängiges Sachverständigengremium gefordert. Uns reicht es nämlich nicht, Frau Staatssekretärin, wenn das Bundesgesundheitsministerium in einem Jahr selbst die eigenen Maßnahmen bewertet. Wir brauchen aber auch eine kritische Bestandsaufnahme der Strukturen unseres Gesundheitssystems, denn jetzt in der Krise treten seine Schwächen besonders deutlich zutage. Und wir müssen als Konsequenz aus dieser Krise dafür sorgen, dass Solidarität und Gesundheitsschutz künftig wieder vor Gewinninteressen gehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Kessler. Dankeschön. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen die Heldinnen unserer Zeit, die Helden, Pflegekräfte, Kassiererinnen. Es gibt aber auch unsichtbare Heldinnen und Helden. Zu ihnen gehören die Beschäftigten des öffentlichen Gesundheitsdienstes. ÖGD. Das klingt in den Ohren mancher nach grauen Amtsstuben und vergilbten Faxgeräten. Doch wenn wir über die Bewältigung von Pandemien und den Bevölkerungsschutz jetzt, in den nächsten 2 Jahren und in Zukunft reden, dann müssen wir über den ÖGD reden. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde dieser öffentliche Gesundheitsdienst sträflich vernachlässigt. Dabei sind die Gesundheitsämter immer wichtige Anlaufstellen. Wo gibt es AIDS-Tests? Wo gibt es denn Suchtberatung? Und wo gebündeltes Wissen über den Infektionsschutz? Beim ÖGD. Jetzt sind die Mitarbeitenden des ÖGD in ganz Deutschland damit beschäftigt, Corona-Tests durchzuführen oder bei angeordneter Quarantäne Menschen zu Hause anzurufen. Und das täglich. Dem ÖGD werden wir es maßgeblich zu verdanken haben, wenn wir diese Pandemie in den Griff bekommen werden. Das lernen wir aus der Krise. Angekündigte Verbesserungen sind gut, aber das reicht nicht. Wir lernen in dieser Krise, dass Gesundheit weit mehr ist als ein individuelles Geschehen. Wir sehen, wie maßgeblich Lebensbedingungen im Alltag für unsere Gesundheit sind. Prävention und Gesundheitsförderung gehören viel mehr in den Fokus. Jeder Euro, der hier investiert wird, das ist gut angelegtes Geld. Das ist eine weitere zentrale Lehre aus der Krise. Und das sogenannte Präventionsparadoxon aber, das erleben wir gerade jetzt. Aber nur weil eine Maßnahme wirkt, ist das doch kein Grund, sie abzuschaffen. Im Gegenteil, das ist ein Grund, sich zu freuen und weiter so zu machen. Es ist schändlich. Es ist schändlich, wie Sie von der AfD Verschwörungstheorien befeuern. Viele Menschen sind jetzt verunsichert. Und das ist verständlich. Niemand von uns hat so eine Pandemie bisher erlebt. Umso schlimmer, dass die AfD diese Verunsicherung nutzt, um Fake News und Hetze zu verbreiten, so wie wir es heute hier wieder gesehen haben. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Nö.
Diese krude Mischung aus Bagatellisierung und dem Schüren von Ängsten, das Sie heute hier wieder vorgetragen haben, das ist mehr denn je unverzeihlich. Wie gut, dass wir so seriöse Anlaufstellen haben, wie das RKI und wie den öffentlichen Gesundheitsdienst. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Lothar Riebsam. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der AfD will ja der Frage nachgehen, welche Erkenntnisse wir aus dieser Pandemie ziehen, um noch besser vorbereitet zu sein für zukünftige vergleichbare Ereignisse. Und dazu gehört es, zunächst einmal eine Bestandsaufnahme zu machen, wie wir heute dastehen, wie die Folgen waren der angeordneten Maßnahmen, wie sich die Zahlen entwickelt haben seither, auch der freiwilligen Einschränkungen der Menschen, Schließung auch der Kindergärten, der Schulen, der Gastronomie, kultureller Veranstaltungen. Und da stellen wir fest, dass diese Zahlen so weit nach unten gegangen sind, dass wir heute war auch Treffen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, deutliche Lockerungen auch jetzt absehen können. Und aus dieser Bestandsaufnahme sehen Sie, dass die Maßnahmen gewirkt haben. Und dazu kommt, dass das, was an dieser Stelle von mir im Zweifel auch schon häufiger gesagt wurde, dass unser Gesundheitssystem eines der besten der Welt ist. Es kann immer alles noch besser gemacht werden. Aber es hat sich bewährt, und wenn ich einen Vergleich anstellen oder wenn ich das bewerten will, muss ich Vergleiche anstellen. Und wenn ich in das europäische Ausland schaue, wenn ich in die USA schaue, wenn ich dort die Entwicklung der Zahlen mir betrachte, wie viele Infizierte dort sind und waren, wie viele Verstorbene sie dort zu beklagen haben und wie es bei uns aussieht, dann kann ich nur sagen, haben wir vieles richtig gemacht, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und zurückzuführen ist dies auf einen Dreiklang von Maßnahmen und von Ursachen. Zunächst einmal die Menschen in unserem Land, die Bürgerinnen und Bürger, die sich eingeschränkt haben, die akzeptiert haben, dass Einschränkungen nötig waren, die darunter leiden, natürlich, wenn Kindergärten geschlossen sind und Schulen, wenn der Arbeitsplatz nicht mehr sicher ist, die das aber weitgehend akzeptiert haben. Ich komme aus dem Wahlkreis Bodensee, dort ist die Hotellerie und Gastronomie betroffen. Ich habe mit vielen geredet. Natürlich ist es so, dass es nicht unendlich so weitergehen kann und dass wir endlich auch zu Öffnungen an der Stelle kommen müssen. Aber es war bisher Akzeptanz da für das, was wir gemacht haben. Und dann der zweite Punkt sind, das habe ich angesprochen, die Maßnahmen, die wir getroffen haben. Und der dritte Punkt ist das allgemeine Gesundheitssystem, habe ich schon angesprochen, aber man muss es mal im Besonderen betrachten. 20% der Infizierten haben keine Symptome und von den übrigen 80% sind 6 von 7 Patienten bei den niedergelassenen Ärzten, bei den Hausärztinnen und Hausärzten, bei den HNO-Ärzten, bei den Kinderärzten, die in der großen Masse diese Last getragen haben. Und als weiteren Punkt natürlich die Krankenhäuser, wo die Menschen ankommen, die Patienten ankommen, die am härtesten betroffen waren und sind von der Pandemie. Und auch dort stellen wir fest, dass wir das 3- bis 4-fache an Beatmungskapazitäten hatten im Vergleich zum Ausland und zu anderen Gesundheitssystemen. Und als dritten Punkt, Frau Kappert-Konter hat es richtig angesprochen, der öffentliche Gesundheitsdienst, der in der Tat in der Vergangenheit vernachlässigt wurde. An der Stelle müssen wir nachjustieren und dazu gehören dann auch an der Stelle wissenschaftliche Aufarbeitung, um zu erkennen, wo wir an der Stelle nachsteuern müssen. Und zum Abschluss, was Wissenschaftlichkeit anbelangt.
Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat in diesen Tagen veröffentlicht, dass die meisten Studien zu Corona aus den USA kommen, qualitativ die besten aber aus Deutschland sind, was das Nachschlagen in der Literatur anbelangt. So viel zum Thema, wie die Wissenschaft bei uns und das RKI aufgestellt ist. Auch da kann man alles besser machen und wir lernen jeden Tag dazu. Aber mir ist nicht bange darum, dass wir diese Krise meistern können und dass wir auch für zukünftige Krisen ja dazulernen werden und noch besser werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Lothar Riebsamen. Nächste Rednerin hält sich schon bereit. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Heike Behrens. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verkehrte Welt. Die AfD ruft nach der Wissenschaft. International wird staunend auf Deutschland geschaut, weil es gelingt, die Ausbreitung des Virus zu begrenzen und unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Woran liegt das? Es liegt eben daran, dass wir eben schon von Beginn an genau auf das hören, was uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler raten. Bund, Länder und Gemeinden haben schnell und effektiv gehandelt. Die Expertinnen und Experten vom Robert-Koch-Institut, aber auch von einer Vielzahl anderer wissenschaftlicher Einrichtungen arbeiten rund um die Uhr und informieren breit und transparent über ihre Erkenntnisse. Und die übergroße Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zeigt sich verantwortungsvoll und solidarisch. Und alle Einschränkungen bewegen sich im Übrigen im Rahmen unserer Verfassung. Und da kommen Sie mit einem solchen Antrag und wollen dieses solidarische Handeln in unserem Land untergraben, mit pseudowissenschaftlichem Hinterfragen? Wie scheinheilig, wo doch gerade die AfD es ist, die die Erkenntnisse der Wissenschaft völlig ignoriert. Beim Klimaschutz verweigern Sie sich sogar der Realität. Als gewählte Abgeordnete haben wir, jede und jeder Einzelne von uns, den Auftrag, Schaden von unserem Land abzuwenden. Sie gefährden mit Ihrem Verhalten den Gesundheitsschutz, wenn Sie immer wieder versuchen, das verantwortungsvolle Handeln der Regierungen in Bund und Land schlecht zu reden. Was wir in dieser Phase brauchen, sind nicht nur Daten und Fakten, es sind vor allem politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die mit diesen Fakten umgehen können. Sorgfältiges Abwägen und verantwortungsvolles Entscheiden sind gefragt, und das auf der Basis einer breiten gesellschaftlichen Diskussion, wie wir sie seit Wochen führen. Vielfältige Perspektiven einzubeziehen. Das ist die besondere Qualität von Politik in der Demokratie. Hohe Fachlichkeit in den Politikfeldern, Erfahrungen aus unterschiedlichen Regionen in unserem Land und darüber hinaus, in engem Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, die in verschiedenen Lebenszusammenhängen leben. Auf diesem Fundament bewertet die große Mehrheit in diesem Haus die unterschiedlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und im Übrigen haben Sie das Wichtigste völlig vergessen. Pandemien vorbeugen und bekämpfen geht nur in internationaler Zusammenarbeit und Solidarität. Aber wer über den eigenen Tellerrand nicht hinausblicken kann, sieht nicht die Not der anderen und auch nicht, was wir von den anderen lernen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Heike Behrens. Letzter Redner in dieser Debatte kann sich schon mal auf den Weg machen. Langsam. Herzlichen Dank. Nächster Redner, Erich Irlsdorfer für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Vorbereitung heute auf diese Rede habe ich mir überlegt, wie ich einsteige. Und es wäre natürlich ein einfaches gewesen, hier jetzt Dinge anzubringen,
wo man sie vielleicht auch angreift oder wo man hergeht und sagt, ja, diejenigen, die noch nicht mal 24 Stunden vorher ihren Antrag abgegeben haben, dann sollen sie halt schweigen oder sonst irgendwas, das möchte ich aber nicht. Ich möchte hier Türen nicht schließen, sondern ich hoffe ja immer noch, dass hier in diesem Hohen Haus alle Parteien in der Lage sind, Dinge ordentlich zu bewerten und dann aus der Vielfalt hier auch für die Zukunft Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, es ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, dass wir Wissenschaft und Forschung in die Pflicht nehmen. Und es wird ja der Politik oft vorgehalten, dass man sagt, ja, Politik ist viel in der Parteiarbeit verankert und diejenigen, die beratend tätig sind als Wissenschaft, die Fachleute und dergleichen, kommen nicht zu Wort. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist hier in dieser Situation nicht der Fall. Und ich glaube, wir sind auch gut beraten, dass wir starke Wissenschaftler, die in Deutschland, aber die natürlich auch international tätig sind, hier uns als Ratgeber holen. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht im Klein-Klein der nationalen, ja, ich sag mal, Forschung bewegen, sondern dass wir auch hier international uns aufstellen. Formulierungen wie ohne Rücksicht auf Verluste haben wir gehandelt oder Zwangsmaßnahmen. Ich glaube, die sind hier fehl am Platz. Die Regierung und auch das Parlament hat gezeigt, dass es verantwortungsvoll gehandelt hat und dass es sich niemand leicht macht, hier Entscheidungen zu treffen, weder im Bund noch in den Ländern. Und dass es hier dieses Zusammenspiel ist, das uns auch diese Pandemie bisher, und das ist immer die Einschränkung, bisher so gut gelungen ist, hier noch mehr Tote zu verhindern, noch mehr Infizierte zu verhindern, wobei uns das aber nicht irgendwie locker und lässig macht, sondern dass wir weiterarbeiten und dass wir vor allem auch die Diskussion über Forschung und Wissenschaft in Deutschland, aber auch über das Produzieren von Heil- und Hilfsmitteln, von Impfstoffen, von Medikamenten, von all diesen Dingen, die jetzt, und das merken wir jetzt in der Krise, so wichtig sind, dass Deutschland hier auch in der Lage ist, wieder mitzuspielen und sich zu versorgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das gepaart mit Strategien für solche Situationen, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Ziel. Und deshalb glaube ich, ist es der falsche Weg, Weisheiten nach einem längeren Zeitraum hier von sich zu geben. Politik ist nicht das Nachreden, wenn man das Ergebnis kennt, sondern Politik wird dann gestaltet, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn der Weg noch nicht klar ist. Dann muss man entscheiden, dann muss man mutig sein und dann muss man richtig liegen. Und das haben wir getan und da bedanke ich mich bei all denjenigen, die sich hier beteiligt haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Erich Irlstorfer. Damit schließe ich die Aussprache.